Ich möchte dich heute gerne auf etwas Neues hinweisen. Und zwar, ich habe 7 Bücher geschrieben, die sich mit einem sehr interessanten Thema beschäftigen, nämlich den 7 Festen des Alten Testaments, die uns von Gott ausdrücklich angeordnet werden. Im Alten Testament finden wir 7 Feste mit genauen Vorschriften, wie die einzuhalten sind, wann die stattfinden, im Kalender und so weiter. Und diese Feste besitzen eine hochinteressante prophetische und heilsgeschichtliche Bedeutung. Und darüber geht es in diesen Büchlein. Sie sagen, was bedeuten diese Feste für uns? Was steckt da dahinter? Und das erste Fest ist Pessach oder, wie wir sagen, das Passafest. Gott sagt ausdrücklich, dass es das allererste Fest sein soll, was im Jahreslauf stattfindet. Es ist das Anfangsfest, es ist der Startschuss, mit dem alles losgeht. Und es wurde gestiftet, als das Volk Israel aus Ägypten auszog. Es war das Fest des Auszugs aus Ägypten. Und es ist voller Bedeutung und Prophetie und gestopft voll mit Hinweisen auf Jesus und das, was er für uns getan hat. Weißt du, Ägypten ist ein Bild für das Leben in der Sünde, in der Gefangenschaft, in der Sklaverei. Und durch das Blut des Passahlammes konnte man in die Freiheit kommen. Und das Passahlamm ist etwas, was auf Jesus hinweist. Paulus schreibt beispielsweise, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Er nimmt darauf Bezug. Er weiß, dass was da zu Passa geschehen ist, hat eine tiefere Bedeutung, als das die Menschen im Alten Testament verstehen konnten. Es ist etwas, was eine neutestamentliche, tiefe prophetische Bedeutung hat. Schon Johannes der Täufer, als er am Jordan war und Jesus zu ihm kam, sagte über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das sind Dinge, die sich genau auf diese Passa-Zeremonie beziehen. Und darüber geht es in diesen Büchern. Sie sind gestopft voll mit Hinweisen über diese prophetischen Zusammenhänge. Denn die Botschaft in jedem einzelnen dieser Bücher und in jedem einzelnen dieser Feste ist, Gott hat mehr für dich.